Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde zur Castle Story. Ja, wie man sieht, unsere Burg nimmt langsam Form an. Jedenfalls die Hauptmauern haben wir schon mal, inklusive Torhäusern und allem. Oh, wir haben Eisen verbraucht. Auch cool. Achso, ja, stimmt, wir haben Laternen gemacht. Währenddessen füllen wir hier schön die Bauern aus. So, du gehst mal zur Seite, weil er kommt hier nicht hin. Und ja, hier kann es immer mal wieder für so ein bisschen Stau kommen, weil die einzige Möglichkeit für die Brickfords ist hier über die Treppe hochzukommen, weil ich hier schon die Blöcke hingesetzt habe. Und das Springen geht ja nicht ganz so gut, wenn da ein Bricktor im Weg steht. So ein bisschen Holz haben wir. Noch? Das wird aber nicht ausreichen. Was wir leider nicht bauen können, ist eine Brücke einfach hier hoch. Wir hätten hier eine Brücke hochbauen können. Nee. Wobei das sicherlich lustig gekommen wäre. Könnte erstmal die Bäume da nehmen. Da hätte ich auch mehr, würde ich auch mir einen Zugang zu dem Eisen schaffen, indem ich hier runtergrabe. Ja, das klingt besser. Nee, das ist ein Dings gewesen. Das war ein Steinbruch. Ich will allerdings einen Tunnel, beziehungsweise eine Treppe nach hier oben. Und ja, die kommen nicht weiter, weil hier Verstopfung hoch 10 ist. So ist die Frage, kann ich das jetzt noch eins anheben? Ja, kann ich. Will ich aber nicht. Ich will erst Steinchen platzieren.
Den Bauauftrag kann ich abreißen, den braucht man nicht mehr. Den Bauauftrag gebe ich etwas höhere Priorität. Oh, dem Tunnel. Die 6 habe ich, glaube ich, zugewiesen gehabt, damit der Tunnel mehr Leute hat. So, die Schicht ist auch fertig. Das heißt, jetzt müssen wir auf die Steine warten, bevor wir die letzte Schicht an Boden machen können. So, die graben fleißig hier runter. Oh, und sie graben es auch vor hier unten aus. Gut, Steine werden platziert. Das heißt, ich kann eigentlich die Stockpiles anwählen. Beide sagen, macht wieder Steine draus. Die 4, 6 dürften nämlich reichen für weitere Füllaktionen. So. Die Treppe ist fertig. Das heißt, wir können jetzt sagen, hier Bäume fällen. Und fertig. Gut. Wie gesagt, ich muss mir noch was überlegen, wie ich das Holz hier rauskriege. Weil das sind schon ein paar Baumstämme, die wir noch nutzen können. Ja, da macht Holz einen Abflug. Aber wir kriegen wenigstens etwas Nutzholz. Also ich will die Baumstämme hier rausholen und die Baumstämme hier will ich rausholen. So. Darf die Bodenformung die letzte Höhe erreichen? Da sollten sie jetzt eigentlich keine Probleme haben im Rankommen.
So, dann planen wir auch gleich mal hier eine Höhe, eine annehmbare. Mit dem Bergfried. So, Holz kommt jetzt wieder rein. Tür wird gebaut, benötigt noch Eisen. Na, die brauchen eine Weile, um so einen Ofen zu zerlegen. Und ja, es kommen keine Materialien mehr raus. So, ich lasse mal das Glas auch langsam abtransportieren. Du solltest doch leer gelassen werden. Okay, dann transportier du mal Glas ab. Und ja, sehr schön, unser Bergfried wird langsam. Ich will ihn ein oder zwei Ebenen höher haben als die Mauer. Das kommt dann aber, wenn wir erstmal mit dem Micromanagement wieder fertig sind. So, was habe ich denn hier stehen? Ein Magier. Der braucht die meisten Stockpiles. Die Werkstatt braucht nur ein Stockpile und du brauchst zwei Stockpiles. Dann hätten wir noch die Schmiede. Die Schmiede macht uns Zahnräder. Die braucht auch nur ein Stockpile. Warte. Und der Mechaniker hier. Ach ja, und den Alchemisten. Also ja, wir brauchen ein paar Stockpiles. Wir können ja schon mal mit dem Webstuhl anfangen. Den hier platzieren. Und die Stockpiles für den Webstuhl hier. Und hier. Ihr Platz. Hier.
So, hol das letzte Glas. Da wollte ich eigentlich keine Bretter drauf haben. Hier kommen Schnüre drauf. Und hier kommt Stoff drauf. Das heißt, du nimmst schon mal nichts mehr an und du nimmst nichts mehr an und nimmst nichts mehr an. So, für die Explosivsachen machen wir den Alchemisten hier hin. Mit seinen zwei Lagern. Und hier machen wir ein Lager für Laternen und die Werkbank hin. Und hier drüben die Schmiede. Wobei, nee. Hier die Schmiede. Ach, das Lager hätte ich gar nicht löschen brauchen. Hier die Schmiede und ein Lager. Und hier die Werkbank und ein Lager. So. Hier kommen Fässer hin. Und hier kommen die anderen Explosives hin. Nämlich die da. So. Hier die Schmiede, die macht Zahnräder. Also kommen da Zahnräder hin. Und hier Laternen. Gut. Ich würde gerne wissen, was du jetzt vorhast. Tunnelgraben. Da könntest du ruhig das Eisen erstmal wieder abliefern. So, das meiste haben wir. Es fehlt nur noch der Magier eigentlich, oder? Ja, und die Werkstatt. Okay, der Magier kriegt seine Stockpiles